Hallo, und da bin ich wieder. Wir sind immer noch beim Thema Putzen, sauber machen und so weiter. Und in diesem Video gibt es ein paar Substantive, also ein paar Nomen zum Thema Putzen. So, wenn eine Person zu viel putzt, dann ist es ein Putzfreak. Freak ist ganz normal wie Englisch Freak. Putzfreak ist jemand, der die ganze Zeit sauber macht, nonstop. Keinen Staub erträgt, keinen Schmutz erträgt und so weiter. Man kann aber auch sagen, die Person, also ne, mein Nachbar ist ein Putzfreak, genau, das ist mein Beispiel. Wenn aber, wir können auch sagen, Putzfimmel, sie hat einen Putzfimmel. Das bedeutet das gleiche wie, sie ist ein Putzfreak. Keine Ahnung, was Fimmel bedeutet, das ist so ein Wort ohne große Bedeutung, aber ich habe einen Putzfimmel, bedeutet, ich bin ein bisschen crazy und ich muss die ganze Zeit putzen, alles. So, dann Frühlingsputz. Das ist etwas, was viele Leute gerne machen oder nicht gerne, aber sie machen es. Frühlingsputz ist, wenn man im Frühling das ganze Haus sauber macht, die Fenster putzt und so weiter. Sie veranstaltet jedes Jahr einen Frühlingsputz. Man sagt auch manchmal Frühjahrsputz, also Frühjahr oder Frühling. So, und jetzt kommen noch ein paar langweilige Wörter. Zum Beispiel, ein Reinigungsmittel ist die Flasche mit Flüssigkeit, die wir benutzen, wenn wir etwas putzen. Welches Reinigungsmittel benutzt du? Und dann könnte man sagen, ich benutze, was weiß ich, wie sie alle heißen, Domestos oder Frosch oder irgendwas anderes. So, und jetzt das Interessante ist, eine Reinigungskraft. Kraft bedeutet Power, aber Reinigungskraft ist die Person, die putzt. Und zwar, das ist das offizielle Wort für Putzfrau. Das heißt, wenn ihr eine Bewerbung schreibt und ihr wollt einen Job als Putzfrau oder Putzmann haben, ihr schreibt nicht, ich bewerbe mich um die Stelle als Putzfrau. Ihr sagt, sie bewirbt sich oder ich bewerbe mich als Reinigungskraft. Die deutsche Sprache ist so. Man versucht, die einfachen Dinge kompliziert zu nennen. Ich weiß es nicht warum, aber irgendwem macht es Spaß. So, und jetzt noch zwei Wörter. Das Waschmittel und das Spülmittel. Ach so, dieses S hier bedeutet das. Ich schreibe bei den Artikeln oft immer nur den letzten Buchstaben. Das liegt einfach daran, dass ich zu faul bin, der, die, das zu schreiben. Ich schreibe S für das, E für die und R für der. So, was ist der Unterschied zwischen Waschmittel und Spülmittel? Die meisten Russen, die ich kenne, verwechseln das ganz gerne. Waschmittel ist das, was man für die Wäsche benutzt, für die Waschmaschine. Okay? Also, wenn ich meine Wäsche, meine Kleidung wasche, das ist Waschmaschine, Waschmittel. Spülmittel ist, was ich benutze, wenn ich mein Geschirr abspüle. Und zwar Teller, Messer, Gläser, Tassen und so weiter.